Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zu unserem Pelzer Stammtisch. Schild steht schon. Jetherina ist am Start aus Mannheim Mit Handy City. heute? Heute mit Ja, Handy? mit Handy und mit Damit die neuer Arbeit nicht Frisur. sieht, dass ich online bin. Und die Jessie und ich sind Servus. am Start und wir haben uns ein gutes Thema zum Quatsche für den Stammtisch überlegt, und zwar das Thema Streamingdienste, weil ich persönlich habe da alleweil schon den Überblick verloren. Ne? Also ich komme noch mit Netflix und Amazon Prime, aber dann geht es hier mit Wu und Wa und Sky und Mai und Dai und keine Ahnung, also da blicke ich nie mit durch. Und ich habe gleich mal froh geschalten. Also was ich so richtig beschisse fand, ist, dass die EM ja zum Teil auch nur auf Pay-TV ausgestrahlt wurde. Und wir hatten jetzt den Fall, dass das erste Kroatien-Spiel, glaube ich, bei RTL Plus lief. Und das Ding ist, da der Dommern ist schon nie Fernseh gucken, ist bei uns, unabhängig davon, dass es jetzt auf Pay-TV war, haben wir kein Fernseh angeschlossen. Ne? Also weil dieses Kabel für die Antenne, das müssen wir halt neu machen. Auf jeden Fall wollten wir jetzt aber das Spiel gucken und dann hat der Dommer halt schnell dieses Abo gemacht mit RTL Plus für 3 Monate. Ich glaube für 9 € im Monat, kann das sein? Ja. Warum habt ihr nicht, da kriegt man doch eigentlich eine Probe 7 Tage oder so. Ja, schau mal, es muss so schnell gehen, dass keine Ahnung, was der geschafft hat. Ich weiß auch nicht, was der geschafft hat. Aber auf jeden Fall hatten wir uns am Anfang von unserer Podcast-Reihe, haben wir ja irgendwann geredet über dieses ganze, wie hieß es noch einmal? Trash-TV. Und dann habe ich so gedacht, okay, weil ich jetzt schon dieses RTL Plus habe, weil die Schalli mir ja davon erzählt hat, dann gucke ich mir doch halt mal was an und du gabst irgendwie aktuell, oder ich weiß ja, ob es aktuell ist oder nicht, du gabst irgendwas mit solchen Dschungelqueens oder sowas. Also, dass solche Frauen sind doch in den Dschungel gegangen, ich weiß es nicht, irgendwas Promi-Queens, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall habe ich gedacht, komm, guck schon mal doch rein, weil das hätte irgendwie gerade angefangen, aber ich konnte es gar nicht gucken. Ich konnte nur gucken, wo diese Frauen sich vorgestellt haben, wer die sind. Tatsächlich habe ich immer auch recht gehabt, ich habe gar keiner gekannt. Wirklich gar niemand. Ja, also ich weiß nicht, Ja, was für also. CDF-Promis das sind. Ich habe wirklich Z. keiner gekannt oder das, ja. Aber ich konnte es nicht gucken. Und da habe ich noch gedacht, ich musste schon mal froh, hä, wieso kann ich nichts gucken in deren Mediathek? Also irgendwie geht es auch nicht. Ja. Ja, doch, es kann nur sein, dass das vor TV, vor TV-Start ist und dann konntest du vielleicht nur zwei Folge gucken. Das habe ich auch Ach schon mal gehabt. so. Weil Ah es ja, ist, du okay. guckst ja sowieso schon vor TV-Start. Ah, das kann es natürlich sein. Stimmt, du hast recht, du habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich, weil, wie gesagt, Aber bei ich. RTL Plus kenne ich mich nicht aus, eher bei Join oder wie das heißt. Das ist ja von Join. ProSieben, die App, glaube ich. Oder Ach. ProSieben-App. Nee, ach, was weiß ich. Nee, nicht Join, stimmt, die hieß ja jetzt ProSieben-App oder so. ProSieben Plus oder Also. irgendwie sowas, ah. Ich muss jetzt mal sowieso fragen. Früher weiß ich noch bei Vox, weil ich habe mir manchmal bei Vox, was habe ich mir da als auch geguckt in de, keine Ahnung, was ist schon. Ah, ich glaube, das perfekte Dinner. Also früher konntest du bei Vox einfach kostenlos auf die Internetseite gehen und konntest dann quasi dir die Serie angucken, ne? Nachdem es ausgestrahlt worden ist. Ja, nachdem sie Ja. aus, geht es noch oder muss man da generell so Abo do abschließen? Bei Vox kenne ich mich auch nicht aus. Also ich weiß, bevor wir das Magenta hatten, bei Habt uns ihr ist, Magenta? ja. Meine Mutter hat auch Magenta. Was ist ein Magenta? Ich kapiere Magenta nicht ganz. Das ist jetzt TV. noch ein Keks. Magenta TV ist, da Ja. gibt es dieses Waipu TV, Waipu TV ist O2 und Magenta ist Telekom. Und Vodafone gibt es auch noch. Es gibt von jedem Kabel 1 gibt es auch noch. Du musst es nur kaufen. Was ist jetzt Magenta TV? Magenta TV kannst du, wir gucken jetzt keinen Fernseher mehr. Wir gucken jetzt nur noch über dieses Magenta als Streamingdienst. Wir Aber konnten was auch guckt die man da Euro, drüber? wir konnten auch die Euro gucken. Wir haben auch RTL Plus in dem Paket mit dabei. Konntest in dem Paket konntest du auch Netflix, dann ich glaube sogar Disney. Plus konnte ich sogar Ja. mit dazu machen und RTL Plus Streamingdienst. Aber du musst du, Jenny, du musst du aber die Box auch von Ja, Telekom haben. genau. Du kriegst es so wie von Sky, so Box so Oder hingestellt, so Receiver. wie ja von Sky oder von wie so von wie hieß denn das Prime? Kriegst du ist auch so ein Stick.
Ja, aber Moment, Amazon ich muss Prime. jetzt mal fragen, ist dieses Magenta, da guckst du normale Fernsehsender Ja, drüber. ja, ja. Und zusätzlich kannst du noch aussuchen, das, das oder das. Je mehr du dazu buchst, umso Zu teurer teurer wird's. wird's. Ja, und was bezahlst du jetzt? Wir bezahlen jetzt anstatt, weil der Udo schon so lange Kunde ist bei Telekom, anstatt 9 bezahlen wir jetzt 11 Monate 20 Euro. 20 Euro, ihr könnt damit einfach normal Fernseh gucken und habt noch Netflix dabei und RTL Plus. Ne, Netflix haben wir separat, aber RTL Plus haben wir dabei. Und wir konnten jetzt, Magenta hat jetzt extra für die Europameisterschaft, Fußball, hat jetzt extra 3 neue Sender dazu gemacht, da konnten wir alle Spiele gucken. Und das ist quasi so, wie du früher Kabel bezahlt hast. Kabel Deutschland, ja. Wir hätten können auch bei Kabel Deutschland bleiben, wir hätten müssen nur dann extra abschließen. Weil Alter, sie ist dann das nehmen wir über die Nebe, bei kompliziert. meinen Eltern ist es zum Beispiel so, meine Eltern haben nie über die Nebenkosten bezahlt, Kabel 1 Deutschland, sondern schon immer, weil die dort drüber auch das Internet hatten. Also die hatten das schon immer separat bezahlt. Deswegen sind die bei Kabel Deutschland geblieben. Aber in der Odis hat man geguckt hatte, also die normale wurde Gebühren bezahlt, GZ-Gebühren, die normale Sender gehen noch. Also ARD, alles was im öffentlich-rechtlichen Fernseher ist, geht noch. Es geht nur keine Vox, ProSieben, Sat1 geht nämlich, so ganze Ah ja, Sender das geht. wäre ja auch eine Unverschämtheit, wenn sie die drei blöden Kanäle da auch noch abschalten täten, Ja. für das, dass du da alle Vierteljahr 50 Euro bezahlen musst. Also Ey, oder alle whatever. ja, Nichts mehr. öffentlich-rechtliche Sender gehen. Ey, aber wie Ja. so, Mutter hat auch Magenta, weil bei der konnte man das Fußball dann auch gucken. Aber das ist mir alles so kompliziert. Ich kann, komm du gar nicht mit, wie die Schalli mal sagt, du zahlst GEZ alle 3 Monate und dann kannst du gar nichts mehr gucken. Doch, Zahlst die ah öffentlich-rechtliche ja, Sender super, kann die sie gucken. öffentliche. Für die öffentliche zahlt dann 50 Euro, wie die Schalimassage. Die GZ, genau. Aber ich glaube, die GZ soll doch eh bald eh, weil irgendwann gibt es nur noch Streamingdienste, da brauchst du gar keine GZ mehr zu bezahlen. Ja, das Ja, meinst du doch, zahlst ja GZ GZ zahlt auch ja wegen der Geräte. ja, wegen Handy, wegen Autoradio. Mit dem allem Das zahlst du finde ich sowieso GZ. Unverschämtheit. Ja, Ganz ehrlich, ich ja. kaufe mir ein Fernseher, ja, muss TV bezahlen, plus zusätzlich noch GEZ. Haben die eigentlich den Arsch auf, oder was? Ja. Das ist Ja. ja triple versteuert. Ja. Es Das ist ist ja aber bei uns einfach. überall so. Aber ich wollte jetzt Aber nicht und eigentlich eigentlich. jetzt nur 10 Minuten schon das Thema wechseln. Und eigentlich war ja bei unserem Fernseher ist so, unser Fernseher ist etwas neuer und dann konnten wir die ganze Zeit auch über die Mediathek bei unserem Fernseher ohne irgendwelches Magenta oder immer ganz normal auch über die Mediathek die ganze Serie gucken. Also ich persönlich muss sagen, die können jetzt sagen, was ihr wollt. Ich finde es absolut die Frechheit. Das verbiete ich mir, müsste ich eigentlich sagen. Weil, ganz ehrlich, Netflix, ne, also ich muss dazu sagen, wir haben Netflix zusammengeguckt mit jemand, ne? Ich will es jetzt hier öffentlich nicht sagen, die ganze Zeit. Aber dann hat Netflix ja angefangen von wegen, ja, du musst dann die Geräte neu registrieren und was weiß ich, wenn du dich anmeldest, musst du dann bestätigen, dass du das bist und was weiß ich. Und das wollte ich dann nicht. Weißt du, das fand ich dann blöd. Dann habe ich zum Dommer gesagt, komm, wir machen es selber Netflix. Ne? So, jetzt ist aber bei Netflix so, es ist halt immer so, dass ich, also Fernseh gucke ich schon nicht. Aber wenn ich zum Beispiel in der Küche bin und koche, manchmal lasse ich eine Serie nebenbei laufen. Wenn wir ins Bett gehen, lassen wir meistens auch noch eine Serie laufen. Ne? Also, wir haben halt einen Fernseher im Schlafzimmer, aber ich zum Beispiel, wenn wir im Urlaub sind, mache ich auf dem iPad, ne? Gucke ich auf dem iPad noch eine Serie. Hier oben kann es aber auch sein, dass ich jetzt zum Beispiel irgendwie Büroarbeiten mache, wo ich nicht groß denken muss und lasse dann nebenbei zum Beispiel die Gilmore Girls laufen, weil die kenne ich ja sowieso. Also so wie andere Radio auch machen, mache ich halt eine Ja, Serie auch, ja? kenne So. ich. Oder ich putze jetzt hier oben, anstatt dass ich Radio auch mache, lasse ich jetzt auf dem Rechner die Gilmore Girls laufen, außer ich telefoniere jetzt mit Jasmine zum Beispiel, ne? Lasse ich halt irgendwas laufen. Also bringt mir ja nichts dieses günstige Netflix, was ich nur auf M Gerät gucken kann, weil ich gucke ja sowieso schon auf so viele verschiedene Geräte, ja. So, und jetzt haben die geschickt, irgendwie, glaube ich, letzte Monat, das soll ich bestätigen, es wird erhöht auf 20 Euro jetzt Netflix. Ja. Ich habe es abgelehnt, weil ich mir einfach gesagt habe, nee, weil das Ding ist, du kannst gar nicht alles auf einmal gucken. Also ich meine, ich gucke eh schon wenig Fernsehen, aber natürlich gucken, hocken wir oben auch nochmal, bevor wir ins Bett gehen, gucken wir auch nochmal RTL-Folge-Serie. Ja, aber weißt du, du fängst dann wieder an. Bei Netflix kannst du zum Beispiel die Aber Gilmore, ja. ja, aber wenn du es abgelehnt hast, also weil ich habe das auch, Habe ich ich habe das keins mehr. aber auch.
Ach so, okay, weil bei mir stand, willst du für, was weiß ich, es ist jetzt, glaube ich, von Sippe oder so auf 9 € bei mir hochgegangen, weil ich habe dieses ganz normale, ich glaube, ich habe die Ah ja, Basic, klar, du glaube hast ja ich. nur Raum, also. Ja, aber ich habe hier ein 4K-TV, also normalerweise müsste ich mir das Netflix holen, was ich mit 4K gucken kann. Aber ich habe mir dann gedacht, ey, ganz ehrlich, mir langt das auch so radischer. Ajo. Ah, nicht, dass ich so kotzen muss, ja, wenn es dann noch schärfer wird, wenn ich was will. Egal, aber Spaß beiseite. Nee, und dann hattest du mir gesagt, wenn ich das ablehne. Nee, es hat mich gefragt, ob ich nicht, also sie schlagen es auf. Wenn ich das nicht will, dann kriege ich eins für 5,99 €. Aber das ist dann mit Werbung. Ah, und wenn ich schon das Wort Werbung her, da kann man nämlich gleich überleiten zu Prime Video. Du kriege ich schon einen Nervenzusammenbruch. Also ganz ehrlich, du bezahlst Ja. mal Geld. Ja, okay, du hast du auch immer Versand, wenn jetzt so einer wie du alle 14 Tage gefühlt abkriegt, ja, und du 10 Bargeld. Also so, ich überspitze es nur, so ist Ja. es jetzt bei der Jenny auch nicht, ja. Nicht, dass die Leute jetzt denken, es ist nur Gag gewesen. Aber wisst ihr, was ich meine? Dann verstehe ich sie jetzt noch, ja. Aber jetzt bei mir, ich habe vielleicht jo, im Monat, wenn überhaupt, was bei Amazon, also nicht immer, vielleicht alle Viertel Jahr was bei Amazon. Und dann muss ich mir die scheiß Werbung noch alle 10 Minuten geben. Da kommt dann immer ein Spot. Da langt mir schon der eine Spot. Der geht mir schon auf die Senke. Und Bestimmt, ja. es nervt mich. Es ist egal, wo YouTube hat damit Ja, angefangen und alles YouTube ist solche noch jetzt. schlimmer. Ich wollte es gerade sagen. Ja, es gibt ja Sachen, die du dann so kostenlos, also die dann ohne, also du kannst es ja so machen, dass das Ja. ohne Video, Dann musst nee. du bezahlen. Ohne Werbung, aber dann musst du wieder bezahlen und es geht mir so auf den Sack, gell? Es gibt nichts mehr, wo du jetzt nicht großartig wisch, also mal ganz im Ja. Ernst, YouTube war ja früher kostenlos, ja? Ja, das stimmt. Wie ich in Also der wenn du sechsten, keine siebten Werbung bei Klasse war. YouTube, genau, wenn du bei YouTube keine Werbung willst, musst du bezahlen. Seit, ich glaube, dem Jahr oder so, ist es auch noch nicht so lang, aber es ist so, ja. Weil zum Ja. Teil hast du ja auch noch zwischendrin. Also wenn du YouTube-Video guckst, zwischendrin noch Werbung. Es kommt immer drauf an, ne? Ja, Wenn es die ist Influencer nervig. das schalten, ja. Ja. Ja, das ist halt Nee, echt nee, also nervig und. nicht die Influencer, sondern du schweckt dich bei manchen lange wie YouTubes Video so richtige Werbung ab. Also wenn ich zum Beispiel von der Ach Kiki so, ein Video ja. gucke und dann läuft 5 Sekunden Werbung für was weiß dann ich, Kopfschmerztablette oder so. Ah, ich Wieso kann dachte, ich das da nur schalten fünf die Sekunden? Influencer. Ich dachte, das schalten die, nein. Nee. Also klar, die werden wahrscheinlich Damit so sie noch was abbezahlt verdienen. dafür. Ja, Ja, deswegen. wahrscheinlich schon, aber keine Ahnung. Also. Weil es kommt nämlich drauf an, oh, wie viele bei manchen hast du jetzt. Also, ich weiß nämlich von einer, wo ich folge, die hat irgendwann mal gesagt: Bitte guckt wenigstens, ich mache ja nur am Anfang und am Ende einen Werbespot. Bitte guckt ihn euch an, weil dann verdient Mami noch ein bisschen Geld. Sie möchte ihre. Ach, die ist halt so witzig, so eine Transe halt, ne? Und dann macht Ja. sie: Mami möchte nämlich ihr Besteck von. Auf was steht die do? Ah. Versace auf so steht die. Du willst sie dann Geschirr und Besteck und was weiß ich und Handtücher von Versace und so. Ich mache da halt so Witze. Aber ist wenigstens Ja. ehrlich, ja. Ah ja, gut, ja. Ja, also ich finde es, also ich muss ja ehrlich sagen, ich blick du auch wirklich nie mehr durch. Also Prime, okay, Netflix, okay, Disney Plus habe ich auch noch kapiert, aber du geht es Anime, weil du hattest mal auch so Share-Ding gehabt, ne, wo man dann für Ayo uns das alle geshared haben. Du konntest dann, was weiß ich, 5 verschiedene Profile aufmachen, ne? Und dann haben wir uns das geteilt mit Leid. Das geht aber anscheinend auch nie mehr. Ja, was gibt's noch? Ich will, was ist denn Sky? Paramount Plus gibt es ja auch noch. Ayo, stimmt, Paramount. Dann Sky, was ist denn jetzt mit Sky? Kapiere ich jetzt Anime? Was ist denn das? Immer noch Premiere, oder? Ja, Sky ist, du musst ja 8 zahlen, ich glaube auch 15 oder 20 Euro. Wenn es langt, aber du hast ja Ja. dann, glaube ich, nur die normale Fernsehsender und die normale Fernsehsender in HD und dann hast du, glaube ich, noch so ein paar Pay-TV-Sachen und dann hast du ja diese Sky-Kanäle. Aber ach, nur in Paketweise. Und das Ja, 20 € genau. ist, da ist nämlich, glaube ich, dann nicht viel drin. Weil es kostet dann 50, 60 € bis du zum Schluss alle Pakete hast, dass du dann Entertainment, Cinema und Sport, so wisst, Sport und Sport. Kram, ja. Also ganz ehrlich, normalerweise, das gehört ja schon verboten, weil du Ja. kannst schon bei dem Scheißdreck dumm und dämlich bezahlen. Ja, und dann hast du noch Wu und Wow oder was? Keine Ahnung, was das jetzt Waipu ist. TV ist O2. Also ich muss euch ehrlich sagen, es ist nämlich so, wie du sagst, Shalima, am Ende bezahlst du
Also Erschmo, anscheinend muss ich dann noch Magenta nehmen. Wenn ich Kabel habe, ich bei mir haben Schüssel, sei Schmo, ne? Ich weiß Also nicht, ob du damit. ich habe 8 Kabel, aber ich bin einfach zu Vodafone und ich habe jetzt, also ich hatte damals 2, ich hatte doppelt, aber bei mir ist einfach so ein Kabel, weil ich brauche ja nichts Besonderes und bei mir ist jetzt Ja. einfach Kabel mit bei Vodafone dabei. Das kostet 15 € habe ich zumindest nur die normale Ja, Kabelfernsehen. Vodafone ist ja Kabel Deutschland. Ja, also ich habe das schon immer. Bei Deswegen bei Kabel mir, ich muss da nichts Deutschland umstellen. Also gibt es ja ich habe einen zu alle ganz Vodafone. normale Fernsehsender, die man hat. Also nichts Pay-TV, also nichts extra, Ja. ne? Jetzt nicht so, ich weiß gar nicht, was gibt's denn da? Comedy Central ist noch normal. Ich weiß ja, du gabst so Warner Brothers TV oder so, das ist dann natürlich Pay-TV. Du musst dann auch wieder so Kästchen von deiner hole. Ach, wieder so ein Mini-Receiver, das, was ich da hatte früher. Also ich finde es total alles, keine Ahnung, am Schluss zahlte du 50 € für irgendwelche Streaming-Dienste, ne? Also sehe ich nicht ein. Ja, plus noch GZ. Ja. Nee, also ich habe Netflix jetzt abgelehnt, weil ich muss euch sagen, seit ich Netflix gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich es überhaupt nie mehr geguckt. Und dann lief es, glaube ich, irgendwann den Monat am 9. ab. Und da war das Einzige, was ich noch geguckt habe, Bridgerton. Ne, also das hatte ich mir dann runtergeladen, wo meine Urlaub sind. Das war dann halt praktisch, weil während der Autofahrt konnte ich das dann halt gucken. Und da habe ich auch noch diese, du gabst doch diese Serie Bridgerton Story do mit der Königin. Das habe ich Charlotte. dann noch, ja genau, das habe ich dann noch geguckt. Und dann War habe ich das gut? Das habe ich gedacht, noch nicht geguckt. ja, es war ganz okay. Okay. Doch. Und dann habe ich gedacht, okay, guckst du das noch und fertig, weil es war mir einfach zu blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es jetzt einfach nur abgemeldet. Ich meine, klar, ich habe Emily in Paris, das hatte ich letztes Jahr geguckt und da kommt, glaube ich, im August die neue Staffel raus, würde mich vielleicht interessieren. Aber dann habe ich gedacht, mach so, wie du das als machst, Schalima, dann tust du es für einen Monat buche und dann tust du es wieder abmelde oder so. Weil das Bastiona Kekuhaut, haut, wie viel Geld willst du denn Ja, bezahlen? also ich zahle dir Netflix monatlich und du kannst dir jederzeit kündigen. Ja, genau, deswegen. Also Ach ich so, muss ja. dazu sagen, ich habe halt Prime, habe ich wirklich schon seit über 10 Jahren. Und ich habe Prime, weil mir damals mit dem Otis, mit der Jessie, ihr Mann, hatten wir sonntags immer so Tradition, wir haben Pizza bestellt und Filme geguckt. Und damals waren das noch Zeit, das ist über 10 Jahre her, da ist man noch in die Videothek und hat sich einen Film ausgeliehen. Und wir sind dann in die Videothek und haben uns halt Videos ausgeliehen. Aber irgendwann hast du ja auch alle Videos geguckt, weißt du, was ich meine? Und irgendwann hattest du dann auch keine Zeit, du hast vielleicht vergessen, zu der Videothek zu gehen und was weiß ich. Und dann hat man so bei Prime halt geguckt. Und dann habe ich gesagt, komm, mache ich Prime. Da konnte man damals noch einige Filme gucken. Aber das hat sich dann auch schnell geändert, dass die Filme, die gut waren, dann auch richtig Geld gekostet haben. Und das fand ich dann auch schon wieder beschisse. Aber es ist tatsächlich so, wie du sagst, ich bestelle jetzt keine 10 Pakete in der Woche, aber ich bestelle wirklich viel über Amazon. Also ach, so Sache, wirklich so Sache des täglichen Bedarfs. Zum Beispiel mein Salz, was wir benutzen. Ne? Mein Himalaya-Salz bestelle ich bei Amazon. Ne? Oder zum Beispiel, keine Ahnung, halt so gewöhnliche Sache, wo andere Leute vielleicht im Supermarkt kaufen, die bestelle ich halt zum Teil wirklich bei Amazon, weil es halt günstiger ist oder weil ich es im Supermarkt gar nicht kriege. Ne? Deswegen lohnt sich das bei mir schon, weil durch Prime habe ich es wirklich sehr schnell. Also es ist wirklich ein gutes Service und du hast auch echt keine Probleme, wenn du was zurückgibst. Das muss ich halt schon sagen. Ne? Aber was mich halt auch stört, ist, dass viele Sachen Geld kosten. Und was mich halt am meisten stört, ist im Endeffekt zum Beispiel, ich liebe die Gilmore Girls, die kannst du halt bei Netflix kostenlos gucken, bei Prime nicht. Aber zum Beispiel bei Prime kannst du Gossip Girl kostenlos gucken, das kannst du bei Netflix nicht kostenlos gucken, du gibst es nur auf Englisch, ja. Und das sind halt so Sachen, die mich massiv stören, weil eigentlich habe ich hier alle DVDs hier im Schrank stehen, ich habe hier noch klassisch DVDs. Und während Corona gab es bei uns manchmal so Internetausfälle. Da habe ich es auch voll gefeiert, weil ich mir gedacht habe, ihr kennt mich alle mo, ich habe da mal DVDs, so schiebe ich die neu. Brauche ich auch kein Internet, welche bin ich abgedeckt. Jetzt nervt es mich aber, weil unser DVD-Player, der war nämlich dann kaputt, den wir ohne hatten. Also habe ich einen neuen DVD-Player irgendwann bestellt, dass man halt auf dem Fernseher DVD gucken können. Aber ich habe dann wieder das gleiche Problem, wenn ich jetzt in der Küche gucken will. Oh shit. Dann kann ich keine DVD gucken. Das Ding ist, heutzutage an den Laptops oder am MacBook ist ja auch kein CD-Laufwerk mehr drin. Also wir haben tatsächlich ein ganz altes MacBook, das ist schon, ach Gott, 15 Jahre alt. Da haben wir noch ein externes Laufwerk dafür gekauft, weil ich auch viele
Bilder noch auf CD-ROMs habe, dass man die abrufen kann. Ne? Also ich weiß nicht, mit dem könnte man vielleicht DVD gucken, aber wahrscheinlich auch kein Blu-ray. Jetzt habe ich tatsächlich schon überlegt, ob ich mir irgendwann einmal, vielleicht bei den Prime Days, wenn es billig ist, ne, Quatsch, aber ob ich mir muss, so, da gibt es sowieso portable DVD-Player, wo die Leute auch für die Kinder fürs Auto, ne, kaufen. Und da habe ich Ja. tatsächlich schon überlegt, ob ich mir sowas kaufe. Es gibt es in der Größe von einem Laptop, dass ich einfach, egal wo, überall mal DVDs gucken kann. Ne? Aber eigentlich ist Ah es schon ja, das ziemlich kenne ich. gestört. Ja. Das hatte ich als Kind auch so ein Ding. Nee, ich nicht, aber das ist doch schon gestört, oder? Dass du einfach nirgends was gucken kannst. Ja, und dann ist nämlich das Ding, was jetzt bei mir der Fall, zum Beispiel Sex in the City, ne? Ist eine Serie, die kannst du jo nirgends kostenlos gucken. Zum Beispiel die Neuverfilmung von Sex in the City läuft, glaube ich, auf dem Sky, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ja. Das kannst du nur bei diesem Sky gucken. Muss ich mir Ja. vorstellen. Und Kostenlos. es kostet 15 € im Monat. Ja. Wische. Oder zum Beispiel, ich habe geguckt von Game of Thrones, House of the Dragon. Da gibt es jetzt auch die zweite Staffel, aber die erste Staffel konntest du nur bei WooWa oder was weiß ich gucken. Also total verrückt. Weibo. Oder das, was weiß da nicht. Auf jeden Fall bin ich total genervt davon, ihr merkt es schon. Und ich habe zum Teil, ich meine, was ich jetzt habe, ist, ich habe hier die American Express Platin Card, ne? Für die zahlt man ja monatlich Geld, aber man hat halt verschiedene Vergünstigungen. Und zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe 10 € Entertainment-Gutschein mit drin, aber den kann ich nicht für Abo benutzen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich mache mal bei Netflix ein Abo und zahle das Dode mit. Aber wenn ich mir jetzt bei Prime zum Beispiel einen Film kaufe oder eine Serie, kriege ich das erstattet. Und es ist quasi ein Gutschein, der ist mit in meiner normale Gebühr. Und was ich jetzt halt schon, seit es das gibt, was ich halt schon gemacht habe, ist, dass ich mir dann halt einfach zum Beispiel komplett Game of Thrones gekauft habe. Ich habe mir schon, also ich bin jetzt dabei, Sex in the City zu kaufen, ne? Also ich kaufe dann halt jeden Monat eine Staffel, ne? Und kriege das dann halt als Gutschein zurück. Das ist jetzt halt das, was ich gemacht habe, weil ich mir einfach gesagt habe, es ist alles anderes Quatsch, weil du hast dann zumindest für immer, solange es Amazon Prime gibt, weil ich habe es ja gekauft, ne, auf der. Aber das ist doch nicht Sinn der Sache. Das ist doch wie bei uns so an Weihnachten, wo wir beim Plätzchenbacken Harry Potter gucken wollten und Harry Potter hat auf einmal Geld gekostet. Ne. Ja. Wo immer Ja, das ist kostenlos aber, ist. nee, das, ja, das ist aber, weil die haben dann so und so lang oder Monate oder Jahre die Filmrechte oder diese Streamingrechte und dann hat es wieder ein anderes Streamingdienst gekauft und dann gibt es das dann bei Netflix. Nimm ihn, dann musst du das, dann musst du ein anderes Streamingdienst nehmen, um das dann. Dann Aber gibt bei es wieder Harry Potter, CEO bei Prime. also bei Harry Potter fand ich es krass, weil genau in der Zeit, wo wir gebacken haben, und haben wir letztes Jahr gebacken, im Oktober oder im November, im Oktober, gell? Ich glaube Oktober. Genau zu dem Zeitpunkt, und ich glaube, das war, weil Halloween war, hat es Geld gekostet. Und dann habe ich einen Monat später geguckt, wo es Richtung Weihnachten ging, und da war es wieder kostenlos. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich weiß Das auch ist dann nicht. bei Prime, weil bei Netflix Ja. kosten die Sachen nie Geld. Ja, das stimmt. Die Das gibt's dann nur stimmt. nicht. Ja, Dann war ja. es bei Prime. Und Prime, Ja, bei das ist das, Prime. das hasse ich an Prime. Ja. Es war bei Prime, ja. Weil du zahlst da halt Geld. Ja, und dann, aber das, dann hast du ja das Kannst du Video nichts gar nicht. gucken. Ja. Ja, dann sollen sie es doch getrennt machen. Dann sollen sie doch so einen Postboten-Flatrate machen und eine Ja. Film-Flatrate. Weißt du, weil die legen die sagen ja dann, es ist, weil du halt kostenlose Versand immer hast oder so. Aber meine Güte, also ab einer bestimmten Bestellwert habe ich sowieso immer kostenlose Versand. Ah nee, Ja. und Prime ist, weil es am nächsten da ist dann, gell? Ja. Ach, Machst du am stimmt. Ja, nächsten okay, da. gut. Ja, okay, gut. Ja, komm. Da will ich vielleicht nichts sagen. Ja, das Ja, Ding aber ist das nervt halt, mich. ja, natürlich nervt. Und das Ding ist halt auch, ja, dann, wenn du zum Beispiel mal noch den Disney Channel hatten, du kannst wieder anderes, du konntest mal zum Beispiel Grey's Anatomy gucken auf dem Disney Channel. Das habe ich dann auch, habe ich halt Desimo wieder geguckt, aber wie ganz ehrlich mit einer Arztserie, also irgendwann kann ich auch keinen Arzt mehr sehen. Weißt du, was ich meine? Also, das kann ich nicht am Oh. Stück alles durchgucken. Also Grey's Anatomy hat mich noch nie Ohr gemacht. Ah, doch, also schon, aber irgendwann, weißt du, ich war dann, glaube ich, wieder bei der 10. Staffel und habe gedacht, oh nee, das habe ich keine Ich, Lust mehr. Longt. also das einzigste an Ich habe Arztserie, schon was ich vorher. geguckt habe, Montal war Good Doctor oder so. Der hat ja so, das war so einer, der Autist war als Das Arzt. kenne ich nicht.
Das Das kenne ist ich ganz gar nicht. interessant, weil der halt, der sieht halt, der guckt es nur an, weiß genau, was er wie, wann, wo machen muss, damit es dem Körper, weißt du, der sieht es so visuell Ah, und ich so. glaube, ich habe schon mal gehört oder von, So ja. ein junger Kerl ist so ein junger Kerl und so ein ganz schüchtern und so. Also, das ist eigentlich ganz gut, aber die wollte es dann nicht gucken und dann, jo, jetzt bin ich da auch irgendwie in mir hängen geblieben. Aber ich sage muss so, wie gesagt, nur drei, vier, also ich weiß nicht, nur zwei Staffeln nervt mich das schon, weil, wie gesagt, also. Also bei mir ist es halt so unterschiedlich. Ich gucke, wie soll ich denn sagen, manchmal gucke ich so gut wie gar nichts, weil ich dann bis nachts hier im Büro hocken, wirklich lerne oder irgendwelche Kurse mache oder so. Manchmal gucke ich zum Beispiel nur YouTube. Aber bei YouTube muss ich halt dazu sagen, mich persönlich nervt es so ein bisschen, dass manche YouTuber halt, wie sie die sagen dann, sie bringen jeden Mittwoch zum Beispiel, ne, und jeden Sonntag ein Video raus. Aber dann auf Emo gibt es Zeit, dann bringen sie gar nichts mehr raus. Dann machen sie, keine Ahnung, 4 Wochen kein Video. Weißt du, wie ich meine? Und das ist dann halt ach nervig, weil du willst dann was gucken. Weißt du, wie ich meine? Und dann gucke ich eine Zeit lang gar kein YouTube, bis mir ein paar Videos aufgelaufen sind. Und dann gucke ich die am Stück von denen zum Beispiel wieder, ne? Das finde ich halt ein bisschen schade, ne? Wo ich jetzt dazu sagen muss, gut, das ist jetzt bei der Kiki zum Beispiel noch nie vorkommen oder bei der Hatice Schmidt, ne, wo man wirklich sagen muss, okay, das sind professionelle Influencer, die bringen wirklich zumindest einmal die Woche ihr Video raus, ne. Aber oftmals ist es halt bei so neuere YouTuber, die neu angefangen haben oder vielleicht schon ein bisschen schon angefangen haben, keine Ahnung, und dann kommt halt nichts mehr, das ist dann halt voll blöd, ne. Und dann switche ich von YouTube quasi wieder, keine Ahnung, auf Netflix oder sonst was und guckt man halt irgendwie eine Serie an, ne? Aber wie gesagt, das ist halt schwierig, weil du weißt bald gar nicht mehr, welchen Streamingdienst du da nehmen sollst, weißt du? Ja. Und dann manchmal habe ich auch keine Nerven, neue Serie zu gucken, weil eine neue Serie, also ich muss da schon ein bisschen dabei bleiben. Ich meine, ich muss da bei Bridgerton zum Beispiel, das war jetzt keine schwere Kost. Das konnte man schon nach so ein bisschen nebenbei hören, ohne dass man kleine Pfade verloren hat. Aber zum Beispiel Game of Thrones ist your Serie. Wenn du einen Monat Regie guckst, dann kapierst du gar nichts mehr, wische. Und das, da habe ich auch nicht immer Nerv dazu, weil, Ja, also wische. stopp. Also dann habt ihr noch kein Dark gesehen, weil das ist Ja, also ich weiß, mind-blowing. da hast du schon erzählt. Mind-blowing. Also du musst schon, also bei Dark darfst du wirklich noch in der ersten C-Folge oder so, du darfst überhaupt nicht weggucken, weil du willst nicht, also das ist so, du denkst dann, du bist ja immer so, was? Nein. Willst du wirklich so, weil du dann denkst so, fuck, das war doch der, aber der war doch da. Und jetzt Ja. ist er da. Willst du so, das ist so krass. Aber ihr guckt es ja nicht. Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht. Ja, wie machst denn du das? Guckst du. Okay, ist voll windig gerade. Guckst du Ja. irgendwas? Guckst du irgendwas? Boah, Jessie, ich glaube, müssen muss Fenster zumachen, Ja, ne? warte mal. Guckst du irgendwie was? Also guckt ihr so bestimmt, also dann nur Netflix, der Angelo und du, oder guckt ihr überall Monai? Du musst es runterziehen. Nee, also Netflix Nee, du haben musst es wir. so auseinanderziehen, Jessie. Warte mal. Ja, genau. Ah, nee, was machst du dann? Du musst schon in der Halterung lassen. Oh. Ah, Jessie. Was für Fummelei. Die Ursel, die macht wieder alles. Rambi Zambi. Kann ich jetzt Regnet es? sprechen? Ja, du kannst sprechen, sorry. Nee, lass es, lass komm, lass einfach so, ich mach das. Also wir Ja. Netflix haben wir immer. Das ist bei uns wie normales Fernsehen. Das gehört, also weißt du, Netflix, die Kosten, also das ist der einzige Streamingdienst, den ich immer habe. Nee, lass Und es, Jessie, bevor du mal das kaputt machst. Sorry, ab ja. und zu bestellen wir mal noch einer dazu oder so, aber haben wir jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Und wir teilen uns mit dem Bruder Amazon Prime. Ah, okay, ja. Ah, ja, gut. Ja, es, also, ach, also ihr guckt immer Netflix und das andere ist dann unterschiedlich, ne? Ja, oder Prime, also weil je nachdem bei Netflix, also ich weiß auch nicht, also sei mir nicht böse, aber du kommst so komische Filme in letzter Zeit, also Ja. voll viele spanische Filme, jetzt kommen lauter indische Filme und so, dann in letzter Zeit, wenn man total vieles so chinesische oder ich kann das jetzt auf jeden Fall, Koreanische, gell, habe ich gesehen, ja, so. auf jeden Fall, es sind Asiate, ich kann das ja nicht immer so zuordnen, wo sie gehört. Weil ich Ich denke muss jetzt mal falsch, kurz da steht Fenster wahrscheinlich zumachen. da, ja, steht jetzt wahrscheinlich da, es sind Chinesen, aber Dubai sind es wahrscheinlich Japaner oder sowas. Also auf jeden Fall voll viele asiatische Filme.
wo ich halt gar nichts mit auffangen kann, weil die quieken ja immer so und so. Ah, dann sind es bestimmt Chinesen. Weil die quieken. Ja, weil du machen die Frau immer so. Ach so, so Kischermensch, du. Ja, so. Okay. Nee, ich guck, hab schon lange kein Netflix mehr geguckt. Ich gucke eher bei uns auf der Mediathek. Also kannst du auch so Serie gucken? Draußen, der darf doch, du musst ihn durch die Ja. Tür lassen, dass er es lernt. Nee, du brauchst Geht keine nicht. Mediathek. Oh. Du brauchst keine Agenda für die Mediathek. Das ist in dem Neuere. Ich habe jetzt zum Beispiel The Rookie geguckt. Was denn das? So ein Polizist. Das sind 5 Staffeln. Ah, ich glaube, das kommt auf Netflix. Das kommt da, ja, genau, es kommt da auf Kann ZDF es Neo, sein? kommt das, ja. ZDF Neo kommt es auch. Nee, ich gucke das, wenn der Udo Spätschicht hat. So, was guckst du? Oh, das ist nur Sport, oder? Jetzt hat er die Fußballer, der guckt da viel Dokus. Ah, aber Dokus finde ich auch nicht schlecht. Also so vom Arnold Schwarzenegger oder vom David Beckham und so habe ich mir auch geguckt, fand ich gar nicht so schlecht. Ja. Die von David Beckham fand ich auch cool. Gell? Nee, also Man ich gucke Legends, jetzt gerade. Man Legends einen Film geguckt über Elvis Presley. Ah, das ist auch cool. Ja, den haben wir auch schon geguckt. Mit dem Ja. Alte, wo eigentlich der Alte die Story Ja. erzählt, ne? Mein Junge. Ja. Der wohl eigentlich kaputt gemacht hat, aber Ja, gut. genau. Also ich gucke gerade die Gilmore Girls. So um Aber du wie muss viel ich an. Mal? Oh, ich weiß es nicht, aber ich musste zusagen, das habe ich nämlich auch überlegt, soll ich jetzt doch Netflix nochmal verlängern, weil es dann abgelaufen war zwischendrin, habe ich gedacht, nee, weil bei Prime gab es das gerade im Angebot für 7,50 € oder so. Da habe ich gedacht, nee, das trick ich jetzt mal ab. Weil wenn du dir jetzt für 20 € Netflix holst, dann ist es auch so, wie wenn du da drei, das habe ich dann so wie die Charlie mal mit ihren Vans gemacht, wenn ich mir jetzt drei Staffeln Gilmore Girls hole, ist es so, wie wenn ich das Netflix-Abo bezahle und dann habe ich das so gemacht. Ich schwör's dir, Jetzt bin ich heller, oder? Ja, jetzt bin ich wieder ein wenn bisschen uns heller. einer mit unserer Rechnerei du als Zuhörer date, ne? Ja, hä, wieso? Also, guck mal, ich habe drei Paar Vans für 125 € gekriegt. Ja. Ey, der eine, den ich haben wollte, der hätte schon 110 gekostet. Also, ganz ehrlich, besser geht's doch nicht. Das war Ja, der stimmt. Schnapper wieder des Jahrhunderts, ey. Und ich habe, Näpfchenjäger. ja, also ganz ehrlich, die besten Schnapper mache ich irgendwie bei Vans. Ich weiß auch nicht. Ich habe doch schon mal für 2,30 € einen Schuh gekauft. Aber es war halt ein Das Kinderschuh. stimmt. Und ihr werdet es nicht glauben, den ziehe ich halt noch an. Den habe ich vor 3 Jahren gekauft, ne, vor 4 Jahren oder so. Ist es Da war die es noch kein Corona. Donutschlappe? Sind es die Donutschlappe? Die finde ich geil. Ja, das sind Frauenschuhe, das sind Erwachsene-Schuhe, ja. Das sind die Vans Simpson, aber ich habe noch. Dann so Schlappe, so Gummischlappe mit so große Schleife vorne drauf mit Mickey Maus. Das Das ist waren auch Kinder, die cool. sind 34. Und dann habe ich aber auch noch Kinderschuhe. Die gelbe waren Kinderschuhe, glaube ich, aber die habe ich schon fort. Und dann habe ich noch diese beige, so beigebraun mit Punkte drauf, mit weiße. Ah ja, Das sind Slip-ons und die sitzen wirklich perfekt, weil das sind 34er, weil es halt. Dame fängt halt bei 34,5 Uhr, weil ich muss jetzt bei meine ganze Schuh hinne so Fäseurlack nein mache, dass ich nicht so schlaps. Ist halt scheiße mit meine kleine Fies. Und 34,5 bei Vans ist mir halt zu groß, wische. Ajo. Also nicht zu groß, aber weil die so klobig und so ein bisschen locker just sind für die Füße. Also Ja, die und meine Füße haben Füße sind sich ja noch dünner verändert. geworden jetzt. Ja, und meine Ajo. Füße sind ja auch noch dünner geworden jetzt. Ja, und jetzt schlappst du dich doch rum. Also selbst der 34er Schuh, weil die find die Vans Slip-on, die dehnen sich ja irgendwie noch so ein bisschen aus. Die Ja, werden auf jeden bequemer, Fall. gell? Ja, und dann deswegen, die passen mir jetzt nicht ganz. Oder ich muss so eine Sohle reinlegen, ich muss mal gucken, wie ich es mache. Ich krieg's schon irgendwie hin. Also ist mir scheißegal, ich zieh die an. Sind nämlich Also genau meine Farbe. ich finde, man merkt total, dass die Fees von der Leid immer größer werden, weil, also letztens habe ich geguckt, bei Adidas gehen die Kinderschuhe jetzt, glaube ich, sogar bis 39 oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe tatsächlich mir einfach mal einen Kinderschuh mitbestellt, um zu gucken, ob es von der Größe her, ne,
das Gleiche ist oder was es ist und es ist von der Größe das Gleiche. Ich meine, ja, der ist ein bisschen anders da geschnitten und es mag natürlich sein mit der Qualität, was du gesagt hast, ne, dass der nicht ausgelegt ist für so viel Gewicht von dem Erwachsenen, ne, auf jeden Ja. Fall. Aber rein von der Größe her ist es wirklich dasselbe wie ein Erwachsenenschuh. Der ist nur ein bisschen schmäler geschnitten, aber für deinen Fuß wäre es jetzt optimal. Bist du? Ja, genau. Also bei was war das für eine Marke? Adidas. Adidas. Ah ja, okay. Also ich kann halt voll gut, was ich gut Ortsi kann, ist Nike. Ja, und Vans mag ich halt, weil die halt so ein bisschen lockerer sind, weil ich habe ja vorne ein bisschen breitere Fuß. Aber insgesamt habe ich so einen ziemlich schmalen Fuß. Also wenn ich, ja, das ist halt auch, weil meine Füße so klein sind, ist halt blöd. Also Ja. es ist blöd, ich finde es gut, aber. Jessie, wie ist das für dich eigentlich? Du hast jetzt plötzlich kleine Fies, oder? Früher hatte ich immer die größte. Ne, ich habe mir mal zu kleine Schuhe gekauft. Wieso, was hast du denn jetzt vergrößert? Hey, ich habe, also in Turnschuhe habe ich jetzt mittlerweile, also okay, 41 oder 42. Echt jetzt? Ja, und bei meinen Brooks-Schuhe oder bei den Nike-Schuhe, wo ich im Geschäft gekauft habe bei uns in Grünstadt oder beim Schäfer, da habe ich sogar 43, 44. Was? Ja. Ich habe halt Blattfüße und mit dem Sommerschwellen halt mach mal fieser, weil ich den ganzen Ich Tag hier wollte stehe. gerade sagen, du hast so Wasser in der Fies. Ja, und deswegen, weil die Füße dehnen sich schon im Sommer. Also ich muss das sagen, die 43 und die 44, die passen mal top. Ich Also eine bin gespannt. Sportschuhe, aber die, Ja, bei du die bist sicher, wo Puma-Schuhen, das. also ich kann Nike ohne Bedenken anziehen, also kann ich 42, ist egal. Oder die Puma-Schuhe. Puma schneidet auch breiter, weil ich habe, mein linker Fuß ist breiter wie der rechte. Das heißt, ich muss, wenn ich Schuhe einkaufe, gehe immer links anziehen, anstatt rechts. Die Dosen sind A42. Was sind da eigentlich die SpongeBob-Schuhe? Aber das ist Ah, jo, das A42. ist 42, ja. Die sind eigentlich zu groß. Alter Jesse, ja, das habe ich Ey, noch nie überleg mal, ich habe erlebt. 34. Aber Spon ja, die SpongeBob-Schuhe, die passen wie arge Gosse. Die sind sowas von bequem. Also ich Passt. muss sagen, nee, also ich kann das, also ich meine, mein Fuß, ich habe ja auch viel Wasser, ne? Und ich sage mal so, ich habe ja auch so einen kleinen Bredefuß, ne? Mein Badebäer Fies, sag ich. Pariser Shisha. Ja, aber also ich kann das jetzt, also ich 39 ist mir definitiv zu groß. Egal, ob ich jetzt Ugg Boots bestelle oder Adidas oder Vans. Also bei mir ist wirklich 38, aber meistens sage ich nur 38,5 perfekt. Also bei Adidas oder bei Ugg oder so habe ich 38,5 und das ist wirklich perfekt. Aber wenn ich 39 nehme, schlappe ich raus, wie du das sagst, Shalima, ne? Dass ich dann hinne so rausschlappe. Und wenn ich 38 nehme, ist es mir aber zu eng. Also 38,5 ist perfekt. Ich sehe mir da hinne, sind die mir eigentlich zu groß, da hinne. Ah, da muss ich auch so einen Fersekleber nehmen, wie die Shalima. Nee, aber also, das sitzt gut, ich schlupf's nicht hinne raus, das ist nur schön locker für mich, für mein Fies. Die fühlen sich nicht so eingeengt. Also zum Beispiel bei Nike habe ich, also Adidas kann ich gar nicht kaufen, da kann ich euch nämlich erzählen, bei Adidas zum Beispiel habe ich früher, vor 10 Jahren, länger her, 15 war ich da, habe ich mir mal den Superstar gekauft. Ach Gott, das ist schon 17 Jahre her. Den Adidas Superstar, den typischen Ja. Adidas-Schuh, ja. Da hatte ich 37 ein Drittel. Oh Vor Gott. 5 Jahren wollte ich den nochmal haben, weil da hat er seinen Boom wieder, wegen Ja. der Kylie Jenner. Und Ja. dann wollte ich den wieder haben. Dann habe ich mir den in 35 ein Drittel gekauft, weil das die letzte Größe war. Sonst wäre es zu Klettverschluss übergegangen hier. Und er war zu groß. Ich muss haben dann verkauft, weil ich habe den einfach nicht oft Auge zu, weil er dann einfach zu groß war. Also deswegen, Adidas ist bei mir sehr, sehr schwierig zu kaufen. Und bei Nike habe ich so 35,5. Also, wo du es jetzt Aber sagst, Nike ich habe. Fallen finde ich auch immer ein bisschen kleiner aus. Ja, stimmt. Weil die auch sehr schmal geschnitten ist. Also Ja. gut, ich habe von Nike habe ich ja halt diese Cortez. Das sind ja diese Ja. Bowlingschuhe. Nennen Ja. die immer Bowlingschuhe. Aber die stehen mir halt relativ gut. Also ich mag die halt, weil die so schmal sind. Da machen die A, ja. Ich muss noch Baby. dazu sagen, damit ich meinen Nike-Schuh bei der. Also, ich trage Herreschuh eigentlich. Bei Dame gibt es dann nämlich die Gräs. Weil Bäsch. sind sie dann das, ja? Aber ich habe bei Damen überall gesehen, bis 43, ja.
geht so ungefähr. Nike weiß ich jetzt nicht, aber bei Adidas und so habe ich mal geguckt. Also ich muss sagen, ich habe den Adidas Superstar mir auch damals nochmal geholt. Ich hatte ganz früher einen weiß mit rosane Schnürsenkel. Ob der silberne Streife hat, bestimmt, weil damals gab es ja nur, wo die rausgekommen sind. Den habe ich dann verkauft oder was weiß ich fort. Auf jeden Fall habe ich mir auch nochmal einer geholt, Chalima. Und meiner ist, den habe ich selbst customized. Der ist rot mit goldener Streife. Der Superstar, Mir den habe fällt ich noch. gerade, oh, kennt ihr noch, du gabst nur so Schuhmarke, ich glaube, die hieß irgendwas mit Swiss oder so. Und du Hey konntest schon die Swiss. Streife Ja. schieben. Ja. K-Swiss, ja, K-Swiss, genau. K-Swiss. Ja. K-Swiss, haben wir immer gesagt. K-Swiss, ja. Ey, ganz ehrlich, du konntest doch die Streife immer schieben, aber die, ich glaube, ich hatte die nie. Ich wollte die immer haben, aber ich glaube, ich hatte die nie, weil die gab es nie in meinen Jessie hat Grills. die. Ich hatte die. Aber Mandy kommt man Ja, schiebe. Ich die. hatte die ganz normale schwarze, gell, hatte ich, Ja. oder? Ja. Ich weiß nämlich, ich hatte, glaube ich, Doch, den nie. schwarz, Es war also ich hatte vielleicht die auch mal so schwarze. zwischendrin nur ein Ja. Modetrend oder so. Ja. Und eigentlich Also sind ich wir saß von eigentlich, Kurebacke wieder auf ich wollte es Aschbacke gerade auch gekommen. sagen, wir sind Ja. jetzt wieder voll vom Thema abgekommen. Deswegen, Ja. ich glaube, wir beenden jetzt diesen Talk. Wir können ja irgendwann dann nochmal über Schuhe einen Podcast machen, was so typisch Frau-Thema ist. Aber es war wieder schön mit euch. Ich bin jetzt trotzdem nicht weiter mit Wunderbar. deinen Streaming-Diensten, aber ich glaube, da werde ich auch nicht weiterkommen, wenn du nichts geändert wird. Also dementsprechend macht's gut. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Lasst ein Auf Like jeden da, Fall. ein Abo, auch gerne Kommentar, mir beantworten. Und macht's Judy. Bis Servus, dann. Allah. Tschüss. Servus, ciao.